Ja, moin Leute, willkommen zur nächsten Folge hier beim Landwirtschaftssimulator 2015. So, wir haben hier unsere letzte Fuhre Gras hingebracht. Jetzt können wir das Ganze mal verdichten. Oh ja, und 200. Ich habe jetzt keine. Wir können ja mal kurz gucken. Wo ist der aktuelle Preis? 1614 pro 1000 pro Tonne. So, ach guck mal, ist das alles dann Tonne? Liter, da ist, hier ist es Tonne, da ist es, ach guck, hier ist es Tonne, hier ist es Liter. Ist ja auch lustig, ne? Das ist die Frage, ist ein Liter eine Tonne, sind 1000 Liter eine Tonne oder was? Komisch gemacht, ist aber so, ne? Also 1614, dann können wir mal. Wie geht's denn hier? Android, so, Rechner, wo ist denn er? Rechner. So, was haben wir? 232,565 mal 1614 und das sind, na, was schätzt ihr? Wer bis auf 25 rankommt, kriegt von mir, weiß ich nicht, sucht euch was aus. Ja, 375.359 sind das. Das heißt, wir haben danach 425.000 Euro. Und zwischendurch gibt es natürlich dann auch noch, dass Milch abgeholt wird. Hier, 22.000, das ist ja auch nicht so wenig nach 8 Stunden. Also, 425.000, dann können wir mal gucken. Erntemaschinen. 9230. Das passt. Also, alle, die sich hier einen größeren Mähdrescher gewünscht haben, der Wunsch wird in Kürze erfüllt. Und zwar genau dann, wenn das hier fertig gegärt ist. So, ich glaube, wenn wir noch einmal zurückfahren, dann müsste es passen. Ja, dicke. So, dann. Silos denken wir. Oh. Geht, okay. Und dann gucken wir mal. Gären 1%. Ja, wie lange das jetzt dauert und ob die Kohle dann automatisch kommt, kann ich nicht sagen. Müssen wir ausprobieren. So, dann schmeißen wir mal. Ja, Navi haben wir keins, aber wenn wir hier hochfahren, dann kommen wir direkt zum Hof. Oh, diese ganzen Bäume hier, oh, ich würde sie so gerne alle verkaufen. Na, werden wir uns auch nochmal mit beschäftigen. Wir haben ja hier immerhin den Vollernter gekauft. Wir wollen ja nicht immer nur 5 Meter fahren und die in den Teich rein sägen und dann wieder zurück, sondern das auch nochmal ein bisschen eleganter machen. Aber nicht so, wie es jetzt ist, sondern dann, wenn wir hier mit dem Schredder dann auch ein bisschen Hilfe haben. Boah, selbst dass dieser Traktor hier Probleme hat, einen leeren Anhänger hochzuziehen, den Berg, ne? Also, boah, kann man auch mal ein bisschen mehr erwarten. Also, wenn wir mal Geld haben, dann kaufen wir uns irgendwann auch nochmal die ganz teure Variante. Den mit 700 PS oder was der hat. Da könnt ihr euch verlassen. Drauf. So. Das hier könnte man theoretisch jetzt auch schon wieder mähen. Aber ich bin echt am überlegen, ob wir mal das Riesenmähwerk. Dann sparen wir halt von 13 auf 8 Meter sind 5. Das sparen wir dann nochmal ungefähr 30%, ne? Zeit. Ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwann unrealistisch wird, aber geil wäre es natürlich, wenn es noch größere geben würde. Ach so. Und wartet. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Nee, falsch. Das Teil, ist es das, was wir haben? Ach, guck. Gibt's ja auch noch. So, das ist das Große, ne? 180 PS.
Wo haben wir denn... Ah, wobei, dann nehmen wir den roten Traktor. So, dann machen wir mal eben ganz kurz, damit wir ein bisschen Stroh bekommen. Außerdem, ja, der Mähdrescher ist ja auch nicht mehr weit weg. Ich bin echt am Überlegen. Ich bin echt am Überlegen, ob wir nicht das eine Feld hier unten. Oder wir können auch nochmal gucken, weil wir können auch nochmal theoretisch neu kaufen. Irgendeins, 23. Ja, die bietet sich auch an, ne? Die 23 bietet sich auch an. Ich hätte halt möglichst gerne ein möglichst quadratisches Feld. Die 22 gefällt mir da echt am besten. Dann haben wir so viel Stroh, aber das kann man ja auch verkaufen. Also, ach ja, ach komm. Das muss ja jetzt... Das Säen kostet sowieso nie was, wenn das der die Hilfe macht. So, wählen wir mal als Saat. Was nehmen wir? Nehmen wir Getreide oder Weizen? Weizen haben wir sowieso schon. Gerste ist... Getreide oder Weizen? Ist ja auch lustig. Gerste oder Weizen? Nehmen wir mal ein bisschen Gerste, oder? So. Ich weiß gar nicht, wo der Anfang ist, das Ende. Das kann man jetzt schwer erkennen, wenn alles Rasen ist. Aber der Helfer wird's wissen. Schon fertig. Ist ja Mist. Ich weiß echt nicht, wo die Grenze hier ist. Das ist echt doof. Ach, guck. Ach, das müssen wir dann wieder pflügen, oder was? Weil Gerät zuerst auffüllen, das ist klar, aber... Hm. Okay, dann lassen wir das mal Rasen sein. Was machen wir denn jetzt? Scheiße. Nehmen wir erstmal... Okay, nehmen wir erstmal die da oben. Passt schon. Ich meine, so klein sind die Felder jetzt auch nicht. Und außerdem, ja, für Silage ist das schon gut, wenn wir das so lassen. Ist egal. Wäre auch eine blöde Idee gewesen. Im Endeffekt hätte ich mich wahrscheinlich sowieso ein bisschen geärgert, wenn ich das jetzt hier auf der schönen Wiese dann so Zeugs gemacht habe. Weil da haben wir zwei schöne Wiesen nebeneinander. Dann machen wir das lieber da oben. Und gut ist. So klein sind die jetzt auch nicht. Wenn man sich das mal anguckt, hier die 23 ist ja eigentlich auch recht groß, die 30 und die 25, also das sind schon große Felder, ne? Größer auf jeden Fall als die hier. Lohnt sich doch schon. So, mal gucken, klappt das jetzt? Klappt jetzt, sehr gut. So, wir schnappen uns dann den roten Traktor. Der steht hier praktischerweise sogar. Ja, praktischerweise wäre, wenn er auf dem Hof stehen würde. So, gucken wir da mal eben schnell hoch. Das ist nämlich quasi hier unsere Nummer 2. Guck mal, wir haben ja überhaupt nichts geschafft, diese Folge, ne? Nur am Hin- und Herfahren. So, dann wollen wir wenigstens noch das Heu wenden. So, Stroh, ja, wird langsam knapp.
Machen wir nächste Folge dann. So, ich frage mich gerade, ob wir hier am besten noch ein Gewicht mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Hier liegt, steht sogar eins rum. So, kann nicht schaden. Oh oh, Achtung! Ups! Alter, das ist so riesig, das Teil. Das ist so herrlich. Oh, Leute, haut ab! Fahr mich doch nicht! Willst du mich verarschen, Auto? Was für ein dummer Idiot. Meine Fresse, dann fahr halt vorbei jetzt. So. Was für ein doofer Autofahrer. So, ein bisschen hier schlingern, aber das ist ja egal. Wichtig ist, dass wir dann beim Schwaden gerade fahren. So, aber man sieht schon bei den Texturen, sieht man schon schön. Das sieht auch echt geil aus. Also es sieht wirklich so aus, ne? Wenn das nach hinten geworfen wird. Völlig durcheinander alles. Wirklich immer sehr schön. Ja, und da unter wächst, fängt das auch schon an oder hat schon angefangen weiter zu wachsen. Das heißt, ja, hier können wir uns dann wirklich immer austoben, wenn wir mal Silage verkaufen wollen oder sonst irgendwie was. Weil so ewig lange hat das jetzt wirklich nicht gedauert. Ich hoffe, der Baumstamm macht uns jetzt keine Probleme. Das ist schon ein bisschen doof. So, aber alles gut. So, und ich habe gerade hier gesehen, dass der Paketbote da war. Manchmal sind die nämlich so nett und tun das hier an einem Ort, den ich denen aufgetragen habe, das da hinzutun. Guck ich gerade mal, was habe ich denn bestellt? Wahrscheinlich Amazon oder so. Kann ich ja direkt mal gucken hier. Wir fahren ja sowieso nur geradeaus. Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Dann lasse ich mich überraschen. Ah, gucke ich nachher Aufnahmen nach. Vielleicht ist es ja ein neues Spiel, Pressemuster oder sowas. Das wäre schön. So. Ah, das ist mir zu knapp da an der Kante. Oh, 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 oh. So, jetzt haben wir es. So ist mir das lieber. Dann fahre ich lieber am Ende lieber nochmal einmal mehr, als dass wir hier und da immer mal so ein paar grüne Fitzelchen noch, die noch so saftig aussehen, liegen lassen. Die wollen wir nämlich nicht haben.
So, hier sind sogar noch Blumen stehen geblieben. Ja, ja. Unsauber gearbeitet, könnte man meinen. Ja, und wenn wir hier natürlich dann durch sind, wie gesagt, ich mache das hier jetzt auch nicht zu Ende. Wir fahren jetzt gleich noch einmal runter. Und dann ist gut, dann machen wir den Rest in der nächsten Folge. So, ich hoffe, das gibt keine Probleme hier mit den Baumstümpfen. So, gehen wir dem Problem lieber direkt mal aus dem Weg. Heben das Ding an. So. Was wollte ich sagen? Ah ja, bevor wir nächste Folge da mit dem Futtermischen und so anfangen, werden wir natürlich auch gucken, dass wir hier noch einen Traktor nehmen und der dann auch noch düngen kann. Das muss ja auch gemacht werden. Wir können auch. Ich glaube, das mache ich mal. Oh, jetzt nehmen wir hier einen grünen Streifen, also ganz vergessen. Da so ranzufahren, aber ist jetzt nicht so dramatisch, ne? Wir können auch hier diesen Milch, diese Milch-Gülle-Mischung mal uns nehmen und zapfen mal unsere Gülle-Grube an. Ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt, wahrscheinlich nicht. Aber dann haben wir das mal gemacht. Ah, wobei, können wir auch immer noch machen. Mit dem anderen haben wir so eine große Reichweite. Also das ist so breit, da sind wir so schnell mit. Da müssen wir nicht unbedingt dann den Güllewagen dafür nutzen. Ne? Außerdem soll da ja nur Milch rein, damit wir das dann an die Zuchtstation geben können. Gut, Leute, also ich fahre hier nochmal lieber hier so ein bisschen so ran. Sonst kommen dann nämlich wieder ein paar Autos und fahren dazwischen, so ein paar idiotische. Und ja, nächste Folge geht's hier weiter. Ich sag danke fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Hier beim Landwirtschaftssimulator 15. Also macht's gut, wir sehen uns. Tschüssi.